Moin. Ja, also wenn ich mich recht erinnere, da waren wir auf dem Weg in die Schweiz. Und ich stehe jetzt auf der linken Spur, weil ich glaube, ich überholt habe beim letzten Mal. Ich habe vergessen, mir die letzte Folge anzusehen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Naja, egal. Ich gucke jetzt erstmal, wann ich wieder rüberziehen kann auf die rechte Spur, an der jetzt endlich mal vorbeigezogen ist. So. Heute versuche ich hauptsächlich an eine bestimmte Sache zu denken. Und zwar ist das, dass ich den Scania-Händler in Hannover besuchen wollte, weil wenn man den besucht, soweit ich weiß, betritt man dann offiziell auch die Stadt und kann dann auch von dort Aufträge annehmen und da hat man eben eine größere Auswahl. Aber als erstes fahre ich mal nach Zürich. So, jetzt kann ich rüber. Tempomat. Oh, falsche Taste. Tempomat. Jetzt war ich wieder zu schnell. Langsamer. Wieso habe ich jetzt den Gang ausgemacht? So, jetzt passt. So, jetzt, da ist niemand. Mal ziehen auf die Spur. So. Oh, ist ganz schlichter Nebel. Kann man ja kaum was sehen, nein. Oh, das nervt ja richtig, wieder hier vorbeiziehen. Ich habe ja schon erzählt, ich war sonst über 90, also sonst gebe ich eigentlich immer Vollgas. Und da bin ich meistens derjenige, der an den anderen vorbeizieht. Das ist jetzt gerade ungewohnt, wenn die anderen an mir vorbeiziehen. Mir tut das sich ein bisschen schwer. So, Bus überholen. Wo sind wir eigentlich gerade? Hinter Mannheim, vor Stuttgart noch. Aber so weit ist es nicht mehr. Gut. Und wie viel Geld haben wir? Ah, jetzt habe ich nicht hingeguckt. So, außen. So. Also, über 6000 Euro. Das kann ein bisschen dauern, bis genug Geld für den LKW zusammenkommt. Aber gut, ich will das so. Ich will keinen Kredit aufnehmen. Ich will es ruhig angehen. Ich will erstmal mit fremden LKW fahren. So, Licht habe ich letztes Mal angemacht, ne? Ja, Licht habe ich letztes Mal angemacht. Und auch die Rundumleuchte und die Front- und Dachmontierung, obwohl ich ja keine habe. Da war ein Blitzer. Gut, dass ich 90 fahre. Ah, ich bin schneller als du. Ford, ich glaube, Mondeo ist das. Wir dürfen 110 fahren, aber ich bleibe hart. Ich fahre 90. Ich sagte, ich fahre 90. Jetzt wäre er 93. Muss ich bremsen, ich will nämlich hinten drauf fahren. Ich kann noch nicht rüberziehen, weil da der andere war. Naja, muss ich Gas geben. Und die ganze Zeit schön ohne Fuß auf den Pedalen fahren. Das ist auch mal ganz schön. Noch 3 Stunden geht die Fahrt. Das sind noch 200 Kilometer. Ich habe jetzt keine wirkliche Einschätzung, wie viel das in Echtzeit ist. Also es wird auf jeden Fall keine 3 Stunden dauern. Das kann ich schon mal verraten. Es hat aufgehört zu regnen. Ich frage mich, woran das liegt. Und ich frage mich, wieso ich wieder über 100 fahre. Jetzt hat es gerade geleckt. Langsamer, langsamer, langsamer Tempomat. Ein Kamera daneben. Nein, der Regen geht weiter. Wieso hat es jetzt so plötzlich wieder angefangen zu regnen? Dann rechts abbiegen, auch bei dem Autobahnkreuz. Da steht schon Zürich. Also es kann nicht mehr ganz so weit sein nach Zürich.
Gibt's denn noch? Na gut, ich darf mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe die Regenwahrscheinlichkeit ja absichtlich hochgestellt. Ich könnte mich auch schon mal mit der Frage beschäftigen, welchen LKW ich mir kaufe. Das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, der günstigste war ein Mercedes, einer, der glaube ich nicht im Standardspiel drin ist. Ich glaub, er heißt Axos, ich bin mir aber nicht sicher. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Jetzt fährt er schon wieder so schnell, aber diesmal gebe ich kein Gas. Diesmal bin ich unschuldig, diesmal liegt es am Berg. Der Berg ist schuld. Ja, da geht's noch ziemlich. Da hole ich gerade meinen Kollegen. Hallo Kollege. Ich werde jetzt gar nicht. Und immer noch Richtung Zürich. Woran das wohl liegt? Schlafen muss ich noch nicht. Ja, das kommt noch. Noch kann ich nicht weit genug fahren, um zu schlafen. Muss noch ein paar, sind noch ein paar Punkte auf Fernfahrten fällig, bis man das erste Mal wirklich während der Fahrt schlafen muss. Also möglichst auf der Raststätte, nicht während der Fahrt direkt. Ist ja ein bisschen ungünstig. Ich meine ja nur, das ist vielleicht nicht ganz so praktisch auf die anderen. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn man gerade von einem LKW überholt wird, wo der Fahrer mit dem Kopf auf dem Lenkrad liegt. Ich würde mich da nicht wohl fühlen. Ist er wirklich stark der Nebel? Ist das normal? So, ich habe jetzt auch die Mapfix installiert. Müsste ich jetzt die TSM-Map auf dem neuesten Stand haben. So, ich sehe gerade, mein Timer ist abgelaufen. Dann sag ich, dass ich dankbar bin, dass ihr das Video gesehen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr auf einen der beiden Däumchen unter dem Video klickt und mir Feedback zu dem Video gibt. Tschüss.